Und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Warum ich gerade so ein wenig schreie, ja, damit ihr überhaupt noch etwas verstehen könnt, weil wir sind hier wieder auf der Berghütte und beziehungsweise neben der Berghütte gerade. Und wir suchen die Leichen, die wohl hier irgendwo angekommen sein sollen. Was ist das denn? Ich glaube, es ist nicht so kalt, dass der Treibstoff gefriert, aber vielleicht sollte man ihn vorsichtshalber innen lagern. Okay. Was haben wir denn hier? Die Frage ist jetzt, müssen wir mit jemandem sprechen? Hier können wir irgendwas machen. Ja, gehen. Sind Sie sicher, dass Sie im Sturm bleiben wollen, um die Leichen zu sehen, Kate Walker? Die sind morgen übrigens immer noch da. Mag sein, Oscar, aber ich kann nicht warten. Ich muss es einfach wissen. Okay. Da können wir... Leni hat ihren Aussichtsposten verlassen. Kaum überraschend bei dem Sturm. Ach, da hinten steht einer. Was ist das? Oh, das sind die gefrorenen Leichen vom Teufelskragen. Das Forensik-Team musste sie raufbringen, wegen des Sturms. Aber der Generator hat versagt. Die Leichen könnten Schaden nehmen. Wo ist Demoiselle Leni? Oh, sie schläft in ihrem Zimmer. Sie ist zusammengebrochen, nachdem das Forensik-Team wegging. Oh, was ist passiert? Das hatte sicher mit den Leichen zu tun. Ich meine, sie starrte ständig in diese Richtung. Und dann, als sie vom Teufelskragen herbrachten, war es, als hätte sie ein Gespenst gesehen oder so. Beinahe, als ob... Als kenne sie die Verstorbenen. Was? Kümmert sich jemand um sie? Oh ja, keine Sorge. Dieser Einsiedler, der ihr manchmal Holz und Lebensmittel bringt, ist bei ihr. Okay, dann gehen Sie jetzt wieder rein. Ich kümmere mich um den Generator. Sind Sie sicher? Absolut, gehen Sie nur. Los! Ich muss sowieso im Zelt etwas nachsehen. Ja, wir müssen den Generator reparieren. Aber davor steht erstmal, dass wir den Innenraum inspizieren sollen. Ich würde sagen, da es hier draußen gerade sowieso so ungemütlich ist, werden wir erstmal nach drinnen gehen. Nein, falsche Taste. Och, jetzt kann man mich auch wieder verstehen. Ja, und außerdem denke ich mal, dass wenn der Generator repariert wird, noch irgendwas passiert. Also, dass die Geschichte dann weitergeht, nehme ich mal stark an. Weil darum geht es ja gerade, um die Leichen. Und dementsprechend wäre es ganz gut, wenn wir erstmal hier drin uns umschauen würden. Die Leichen sind in dem Zelt, da draußen. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Gut, hier kann man jetzt aber nicht wirklich viel inspizieren. Hallo, beweg dich. Tja. Der stand vorher nicht da. Okay. Sie müssen Demoiselle Leni nach ihrem Zusammenbruch in ihr Zimmer getragen haben. Ah. Den nehmen wir doch mal direkt mit. Okay. Okay. Erstmal mit ins Tagebuch. So. Sonst denke ich mal, wenn wir hier nichts haben. Sieht nicht so... Moment. Sie müssen Demoiselle Leni nach ihrem Zusammenbruch in ihr Zimmer getragen haben. Auf dem Tisch ist noch was? Ein Foto von Leon auf einem Schiff. Das muss bei seiner Rückkehr aus Baltaya entstanden sein. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie er den Winter dort auf der Flucht überlebt hat. Leni hatte diesen Zeitungsausschnitt über Leon auch. Offenbar hat das alte Mädchen einen wahren Schrein für ihn errichtet. Also so rein aus dem Gefühl her würde ich jetzt mal sagen, dass er mit diesen
Gore, ich weiß nicht, wie diese Affentypen hießen, dass es damit irgendwie zusammenhängt. Die Moselini hat mit jemandem Tee getrunken. Vielleicht mit diesem Bergsteiger? Noch so eine Zigarre. Noch so eine Irgendwas Zigarre. An Demoiselle Leni ist wirklich seltsam. Ich sollte mal ein Wort mit ihr reden. Aber zuerst die Leichen. Sie sind jetzt alles. Schauen Sie, Oscar, ein entfernter Cousin. Wovon reden Sie, Kate Walker? Und warum lachen Sie? Oh, herrlich. Was ist das? Zu klein für eine Tür. Okay, das könnte vielleicht was vom Generator sein. Also ein Schlüssel vom Generator. Moment, kann man hier vorne noch irgendwie... Ne, da gibt es keinen Perspektivenwechsel. Also ich soll erst... Ja, ich soll erst den Generator reparieren. Ich soll noch nicht mit ihr sprechen. Gut, dann machen wir das doch. In der Hoffnung, dass ich das überhaupt hinbekomme, heißt das. Okay, hinten war eine Treppe, glaube ich, oder? Ja, hallo. Nach links. Einfach nach links. So schwer ist das nicht. Schauen Sie, Oscar! Dort müssen die Leichen sein! Es ist zu dunkel, Kate Walker! Wir müssen einen Weg finden, das Zelt zu erleuchten! Okay, dann gucken wir erstmal beim Generator. Von hier aus. Ich sehe meine Maus sein, nicht mehr jetzt. Nichts. Sagen Sie etwas, Oscar! Dieser Schalter hat den Generator eingeschaltet, Kate Walker. Aber Sie müssen noch den Anlasser betätigen. Okay. Danke, Oscar. Okay. Heißt was? Dass wir irgendwo wahrscheinlich was finden, wo wir... Tank ist leer. Ich muss Treibstoff finden, damit ich den Generator einschalten kann. Sind Sie nicht vorhin auf einen Kanister gestoßen? Sehen Sie doch mal nach! Ja, danke, Oscar! Das hatte ich auch im Kopf. Aber er ist ja prädestiniert dafür, dass er das Offensichtliche nochmal wiederholt. Gut, okay, so bin ich auch. Jetzt können wir den hoffentlich nehmen. Nee, interagieren kann ich nicht. Okay, interagieren heißt neuerdings nehmen, okay? Gut, laufen können wir jetzt auch nicht mehr, das ist schlecht. Dann dauert nämlich alles wieder so lange. Nein, du sollst zur Seite gehen, so wie der Stick sich bewegt und nicht in die andere Richtung. Braves Mädchen. Der ist direkt hier auf der Seite, das ist gut. Nee, das war... Oder? Ah, nach rechts drehen, okay. Ja. Dachte ich mir schon. Nein. Nein? Unmöglich. Ich wurde nicht für diese Funktion entwickelt, Kate Walker. Falsch. Warum geht das nicht? Ach so, Moment. Wie komme ich nochmal ins Buch? Mechanischer Schlüssel. Wenn wir da jetzt zwei wegmachen. So. Geht das dann? Unmöglich. Warum nicht? Hier muss etwas fehlen.
Och, das ist doch nicht wahr, Leute. Was ist denn mit dem Schlüssel? Zu klein für eine Tür. Da kannst du auch nichts umstellen oder so. Für ein kleines Schloss. Die sind ja alle gleich hier. Oder muss ich die jetzt komplett wegknicken? Aber das kann auch nicht sein, oder? Das kann ja auch nicht sein. Nein. Das heißt, wir müssen tatsächlich noch einen anderen Schlüssel dafür finden. Aber wo? Da vorne haben wir nichts. Ach ja, da komme ich ja gar nicht durch. Ich dachte, die Inspektion im Innenraum ist abgeschlossen. Boah, dieser verfluchte Sturm. Da jetzt aber auch nicht irgendwie auf dem linken. Nee, da kann man nichts mehr machen. Hier kann ich auch nichts machen. Ich kann das auch nicht öffnen. Na gut, das konnte Dana halt. Und hier kann ich nicht rum. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Hier ist auch nichts. Da meckert die jetzt wahrscheinlich, dass ich erst den Generator... Keine Zeit, die Hütte nochmal zu durchsuchen. Ich muss die gefrorenen Leichen finden. Kann ich denn nichts hier von dem Ofen klauen oder so? Och Mann. Ich hoffe, der gefundene Schlüssel passt zum Ablagekasten auf dem Generator. Sie müssen es versuchen, Kate Walker. Also ist es doch der Schlüssel, den ich gefunden habe, aber der passt doch nicht. Kann man die kombinieren oder so? Nee. Moment, was ist das? Offenbar kann ich seine Form verändern. Ja, ja, das wissen wir ja. Moment. Ach, da sind Kugeln. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Kugeln und... Ah, sag bloß, dass das daran gelegen hat, eventuell. Ich habe, glaube ich, die mit den Kugeln draußen gehabt, oder? Das jetzt einen Unterschied macht, ich weiß es nicht. Das funktioniert nicht. Nee. Das war wohl falsch. Nein, ich glaube nicht. Es tut mir leid, aber ich kann hier... Ich versuche besser etwas anderes. Nein, ich glaube nicht. Ja, das kann ja alles nicht sein, ich weiß. Hier irgendwas anderes noch, was wir noch damit machen können. Ist es wieder zu? Der Tank ist randvoll. Jetzt muss ich nur noch den Generator starten. Ja, offenbar nicht, sonst... Das?
kommen. Ah. Trockene Kekse. Wenn die wohl schon hier sind. Oh. Kekse? Okay, ich schätze, das ist der Hebel, den wir suchen. Muss man da noch irgendwas untersuchen? So wie es aussieht, nicht. Doch, da können wir noch. Das muss die Kurbel zum Generator sein. Genau. Tata. Okay. Dann verstehe ich das auch. Offenbar ist das Bergungsteam eilig aufgebrochen, mit dem es die Leichen hergebracht hat. Sturm hat sie wohl überrascht. Das in dem Leichensack ist nicht Dana. Männlicher weißer braunes Haar, etwa 50 Jahre alt. Es besteht Grund zu der Annahme, dass es sich um die Leiche Harold Exners handelt. Exner sollte bei einer Aktion des Widerstandes durch Leon Kobatis, dessen Überreste sich vermutlich ebenfalls unter den gefrorenen Leichen befinden, ausgeschleust werden. Die Gruppe wurde wahrscheinlich Mitte der 1940er von einer Lawine erfasst. Okay. Jetzt habe ich genau den erwischt, den so gar keiner kennt. Männlicher Weißer, ca. 30 Jahre alt. Helles Haar, Körper nach jahrzehntelangem Eingefrorensein im Eis in außergewöhnlich gut erhaltenem Zustand. Vermutlich Mitte der 1940er Jahre durch eine Lawine umgekommen. Alles deutet darauf hin, dass es sich um die Leiche des Bergsteigers und Widerstandskämpfer Leon Kobatis handelt, der seit einer heiklen Ausschleusungsmission als vermisst gilt. Identität muss nach weiterführender Analyse und demnächst durchzuführende visuelle Identifizierung bestätigt werden. Okay, kann man ihn... Leon, als wäre er gestern erst gestorben. Wie in den Geschichten, in denen Leute Jahrzehnte, nachdem sie von einer Lawine davongerissen wurden, perfekt konserviert im Eis gefunden werden. Schwer zu glauben, dass er schon 60 Jahre tot ist. Das ist ebenso erstaunlich wie auch tragisch. Ach, 60 Jahre tot. Okay, dann sind das vermutlich nicht die Eltern. Dann können das ja eigentlich höchstens die Großeltern sein. Oder, nee, Moment, wie alt ist sie? Naja, doch, wenn sie mit 40 schwanger geworden ist. Doch, das könnte... Aber nee, Moment, dann wäre er ja null. Das ist auch wieder Blödsinn. So, die große Enthüllung. Eine nicht identifizierte blonde Frau um die 40. Das kann nicht Dana sein. Weibliche, weiße, blondes Haar, blaue Augen. Zwischen 40 und 50 Jahre alt. Mangels Beweisen ist es unmöglich, ihre Identität mit Sicherheit zu bestimmen. Aufgrund der vermuteten Identität der anderen zwei im Eis aufgefundenen Leichen besteht jedoch Grund zu der Annahme, dass die Getötete an der Widerstandsaktion beteiligt war, deren Teilnehmer wahrscheinlich Mitte der 1940er von einer Lawine erfasst wurden. Okay, haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze zu öffnen? Oder nicht? Echt jetzt? Ich denke, sie soll identifiziert werden. Leute. Erledigt, Oscar. Dana ist nicht unter den Leichen, die bei Leon gefunden wurden. Bin ich erleichtert. Jetzt, da das geklärt ist, Kate Walker, könnten wir vielleicht in etwas stabileren Räumlichkeiten Schutz suchen? Richtig. Wir sollten in der Hütte nach Demoiselle Leni sehen. Ich habe eine Menge Fragen an Sie. Ja, oder so. Ich dachte, wir gucken zur Sicherheit noch mal rein. Kann ja auch sein, dass irgendwas Falsches da drauf steht oder sowas. Aber okay. Institutwagen.
Okay, dann machen wir uns mal auf ins Warme. Einen Kreis drin. Und horchen mal die Leni aus. Ja, dürfen wir doch jetzt rein. Ja, Leni konfrontieren. Okay. So, Frage ist jetzt, wo ist sie jetzt? Hallo? Entschuldigung? Sind Sie sicher, das war dass Sie Mann, diesen oder? Individuum folgen möchten, Kate Walker? Ich fand nicht, dass er bedrohlich wirkte. Eher im Gegenteil, Oscar. Hallo? Sind Sie da? Was haben wir denn da? Aha. Die Begegnung. Okay. Das ist dann wohl der Krieg. Waffenbrüder und Schwestern. Die Reise. Okay. Was haben wir hier noch? Dieses Porträt, es sieht aus wie Leon. Der Stil erinnert mich an das andere Porträt von ihm, das er in seinem Brief aus Baltaya beschrieben hat. Das von dem... Dana? Dem Gorun. Nein, nicht Dana. Sie ist alt wie ich. Ich bin Kate. Kate Walker. Kate Walker? Ja. Und Sie... Sie sind der, den Leon vor langer Zeit während der Expedition gerettet hat. Nicht wahr? Ja. Der Gorun aus Baltaya. Sie sind aber weit rumgekommen, Herr... Ludwig. Ludwig Hartteck. Also, Herr Ludwig, wenn ich fragen darf... Was ist passiert, als Sie und Leon nach Ostertal zurückkehrten und sich dem Widerstand anschlossen? Und woher kennen Sie Dana? Mein Bruder. Diese Bilder zeigen Momente aus ihrem Leben, richtig? Mhm. Ich würde jetzt normalerweise sagen, Rettung durch Leon, aber da ist der Kleine... Würde ich eher sagen, die Eltern, ne? Die kleine Gestalt da. Das sind Sie, oder? Als Sie ein Kind waren in Baltaya. Ja. Und die zwei Erwachsenen? Sind das Ihre Eltern? Aha. Haben Sie Dana da getroffen? Nein.
jeden Fall ist er sehr einsilbig. Sieht aus wie ein Fluss. Und diese kleine Gestalt ist verletzt. Ist das Ihre Begegnung mit Leon und den Wissenschaftlern der Expedition? Ja. Der Mann in der Mitte zwischen den anderen war auch auf den anderen Bildern. Das ist Leon, oder? Ja. Leon. Diese Gruppe, ist das Ihr Stamm, Herr Ludwig? Ja. Also lebten Sie alle zusammen in einer Höhle in Baltaya? Gut. Also haben Sie und Ihr Stamm Leon nach dem Tod von Reinhard Berger 1937 aufgenommen. So konnte er also den Winter in den Bergen überleben. Hab ich doch die ganze Zeit gesagt. Dann sind Sie mit Leon gegangen, als er beschloss, nach Wagen zurückzukehren und sich dem Widerstand anzuschließen? Mhm. Das Bild hier, ist das der Befreiungskampf von Wagen? Vorher der Widerstand. War Dana zu dem Zeitpunkt schon beim Widerstandsnetzwerk? Ich meine, zur Zeit, als das gezeichnet wurde. Nein, später. Das blonde Mädchen bei Ihnen und Leon ist doch nicht Leni, oder? Doch. Leni, meine Schwester. Ich wusste, dass Leni im Widerstand war, aber sie hat mir nicht erzählt, dass sie zusammen mit Leon gekämpft hat. Geschweige denn mit Ihnen. Sie ging sogar so weit zu sagen, dass sie Leon nach 1937 nie wieder gesehen hat. Derzeit mit Dana auf der Hütte. Warum sollte sie etwas so Wichtiges verschweigen? Ich muss nach Leni sehen. Kommen Sie, Kate Walker. Dieses Zeichenheft. Ich glaube, das war Leons. Okay. Reisen. Das haben wir doch schon mal gesehen. Genau die gleichen Bilder. Die kennen wir doch. Hier unten ist noch irgendwas. Oh, was ist das? Zünddraht. Wie in den alten Filmen. Aha. Okay. Moment, da ist die Tür, ne? Der Mörder der Berge, oha. Haben Sie diesen Terroristen gesehen? Ja, es sind immer alles Terroristen. 10.000 Mark, Belohnung für Informationen, die zur Ergreifung, tot oder lebendig, eines gewissen Ludwig Hartack führen, besser bekannt als der Mörder der Berge. Wegen Mordes gesucht, tot oder lebendig. Er gehört der schlimmsten Räuberbande an, mit der Wagen es je zu tun hatte. Terroristen, Mörderbande, bla bla. Dieses Symbol sieht aus wie eine Warnung. Die üblichen Sprüche, wenn Politiker sich nicht anders zu wehren wissen. Eine Art Landkarte. Sieht aus wie der Teufelskragen. Könnten all die Markierungen darauf hinweisen, wo der Gorun nach Leons Leiche gesucht hat?
Okay. Das müssen Pläne für Geheimoperationen sein. Offenbar war hier eine Art Einsatzzentrale. Vielleicht für hiesige Widerstandskämpfer wie Leon und seine Gruppe. Sonst haben wir ja nichts mehr, ne? Ist aber noch nicht... Nee, ist noch nicht fertig. Altes Propagandaplakat. Der Superwiderständler. So etwas wie Superstärke gibt es nicht. Moment, da lag aber noch was daneben. Waffen. Die liegen wohl schon seit dem Krieg hier. So viel ist mit dem Gorun passiert, seit Leon ihn in Baltajar gefunden hat. Was für ein Leben er gehabt haben muss. Aber es gibt noch so viele Unklarheiten. Ich muss Leni ausfragen. Das war, glaube ich, ihr Zimmer, ne? Na komm. Verschlossen. Okay, dann war es wahrscheinlich nicht ihr Zimmer. Nee, da sind wir dran vorbei. Ah, Fräulein. Ich wusste, Sie kommen irgendwann wieder. Ganz offensichtlich haben Sie Ludwig schon kennengelernt. Ja. Und das hat viele Fragen über Sie aufgeworfen. Darüber, was Sie mir bereits erzählt haben und was Sie verschwiegen haben. Natürlich. Man kann seiner Vergangenheit davonlaufen, aber nie ganz entfliehen. Aber das wissen Sie ja selbst. Nicht wahr, Fräulein? Ich möchte es verstehen, Demoiselle Leni. Ich will verstehen, warum Sie nichts von Leons Tod erzählt haben. Wie Sie mit ihm im Widerstand kämpften. Und über den Gor... Über Herrn Ludwig. Es hätte uns beiden so viel Zeit und Mühe erspart. Weil dadurch nur mehr Fragen aufgekommen wären. Fragen, die zu Ereignissen führen, über die ich noch nie gesprochen habe. Mit niemandem. Nicht einmal mit dir, lieber Ludwig. Leni. Doch, das spielt wohl jetzt keine Rolle mehr. Vielleicht ist es Zeit, mein Verbrechen zu gestehen. Wovon reden Sie da? Es waren die besten Jahre meines Lebens. Ich war beim Widerstand, anders als mein feiger Vater. Und ich kämpfte an Leons Seite, nachdem er wie durch ein Wunder mit Ludwig aus Baltajar zurückkehrte. Es gab mir einen Sinn.